Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer Sendereihe Herausforderungen in der komplementärmedizinischen Forschung. Wir begrüßen Herrn Professor Dr. Dr. Harald Wallach. Eigentlich müsste ich sogar sagen Dr. 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 Habil, Herr Dr. Wallach, stimmt's? Wissen Sie nicht. Hallo, Herr Schendel, grüß Gott, guten Aber Morgen. richtig ist es, Sie haben drei Doktortitel, stimmt's? Nee, zwei. Die Habilitation ist doch ein eigener, Dr. Habil. Ja, weiß ich nicht. Also, das ist ja praktisch in der Professur irgendwie mit Ah, drin, okay. aber. Gut. Wir haben nicht viel Zeit, steigen wir gleich ein. Wir nehmen dazu den Bildschirm. Ich habe extra für unser heutiges Gespräch eine eigene Seite gemacht. Und da tun wir das hier mal weg und gehen hier auf diese Seite, auf unsere Homepage. btgh.vonabiswe.de gibt es diese Unterseite zum Copyright. Ich habe das Recht, die heutige Sendung ungekürzt und unbearbeitet ins Netz zu stellen auf Homepages und Videoplattformen. Herr Professor Wallach hat das Recht, mit der Footage nach Belieben zu verfahren. Er darf es bearbeiten, kürzen, erweitern, was immer er will. Soweit zum Copyright. Wir haben hier diese Seite. Unser erstes Interview, Herr Professor Wallach, war im Jahre 2012. Da haben Sie sehr ausführlich vieles erzählt von Ihrer Arbeit und Ihrer Biografie. Ich will gleich einsteigen in ein Gespräch, das Sie mit dem schweizerischen Gesundheitsfernsehen hatten. Und zwar ist das, muss ich gerade mal gucken, wo ich das hingepackt habe. Da ist es nicht. Also Bücher. Sie Wir meinen haben das Q24 TV von 24, Alexander Glock oder wie? genau, da ist Informationen zur Forschung, das ist dieses hier. Mal gucken, ob ich es richtig angeklickt habe. Nee, das ist was anderes, sehen Sie. Ich Nee, das ist gleich was anderes. in meine eigene Aber ich Homepage weiß gar nicht. nicht, brauchen wir das? Also mir ist ja wurscht, das ist Ihr Interview, aber. Ja, ich will es eigentlich den Leuten nur sagen. Also gut, ich erzähle es aber. Sie finden dieses Interview mit Q24 hier auf dieser Seite. Und ich gehe mal aus dem Bildschirm raus. Da wurden Sie in der 10. Minute gefragt, nachdem Sie sehr ausführlich erklärt haben, wie Homöopathie funktioniert und was es für Forschungsprobleme gibt, dass man empirische Befunde hat und dass man dazu ein theoretisches Verständnis braucht, wenn daraus Wissenschaft werden soll. Und dann hat Sie der Moderator gefragt, wie funktioniert Homöopathie? Und da haben Sie im Jahre 2020 gesagt, ich habe keine Ahnung. Ist das auch heute noch der Stand? Das hat sich Und nicht geändert. hat sich nicht geändert. Wir gehen mal zurück zu Ihrer Diplomarbeit 1984. Da haben Sie ja schon homöopathisch geforscht. Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie Bertha Landvieh in Ihrer Diplomarbeit verarbeitet. War das damals schon ein zaghafter Versuch, eine Theorie aufzustellen, wie es funktioniert? Naja, das war mindestens mal ein Versuch zu verstehen, wie das, was Homöopathie aus sich selber heraus für ein Verständnis entwickelt, also Hahnemann und seine Interpreten, und das zu verbinden mit modernen Ansätzen in der Wissenschaft. Und da ist mir eben aufgefallen, dass im Prinzip das, was aus der Systemtheorie damals eben Bertha Lamphy, aber auch Schenk-Georgi und andere Leute für Ideen erzeugt haben, relativ nahe an dem ist, was die Homöopathie für ein Selbstverständnis hat. Und ich wollte einfach diese Brücke bauen, weil bei den Homöopathen und auch in der anderen Wissenschaftsgemeinschaft dieses systemische Denken relativ wenig verankert war. Und insofern war es der Versuch, Homöopathie auf der einen Seite mit modernen wissenschaftlichen Ansätzen auf der anderen Seite zu verbinden. Und ich glaube, das ist mir in der Arbeit eigentlich auch ganz gut gelungen, aber das heißt noch lange nicht, dass es eine Theorie der Homöopathie ist, sondern dass es einfach ein Denkversuch war, zu verstehen, wie kann sowas eigentlich funktionieren. Also wie kann man sozusagen mit einem Minimalimpuls ein großes System in eine Eigenbewegung kriegen. Und da hat uns die Systemtheorie eigentlich ganz gute Gedanken geliefert. Das wird ja jetzt auch in der Psychotherapie von der systemischen Therapie genützt, dass man eben an der richtigen Stelle mit den richtigen Impulsen, auch wenn sie sehr minimal sind, ein System zu einer Eigenorganisation anregen kann, die am Ende sowas wie Gesundheit oder neue Kalibrierung eben erzeugt. Und das hat mich eben damals an der Systemtheorie interessiert oder fasziniert. Und gleichzeitig war das auch das, was wir in der Homöopathie eigentlich sehen. Ja, das war damals so der Das Punkt. gehört also genau genommen noch zu der Seite empirischer Befund und noch nicht zur Seite theoretisches Verständnis. Ja, es gehört so, es ist so ein Brückending, es ist ein empirischer Befund, den man versucht zu
verstehen, wie gibt's das, ja? Also, und da dient die Systemtheorie vielleicht als eine Verständnishilfe, so würde ich sagen, Okay, dann bleiben wir ne? mal für einen Augenblick auf der empirischen Befundseite. Sie haben dann in Ihrer ersten Doktorarbeit empirische Befunde erhoben in Basel. Da haben Sie nämlich einen Arzneimittelversuch im Sinne der Homöopathie gemacht. Erzählen Sie ein bisschen. Ja, das war also meine erste wirklich empirische Untersuchung zur Homöopathie. Die habe ich auch 1993 dann in Journal of Psychosomatic Research in der Monographie publiziert. Und das war ein Arzneimittel, eine Arzneimittelprüfung. Da habe ich versucht, das, was die Homöopathen als Basis für ihre Materia Medica nehmen, zu operationalisieren und in ein wissenschaftliches Modell zu bringen. Die Arzneimittelprüfung in der Homöopathie ist ja eine der empirischen Basen der Homöopathie. Da werden, das hat Hahnemann eingeführt eigentlich, da werden Substanzen an Gesunde vergeben, die dann irgendwelche Symptome kriegen, die man aufschreibt, die man im Krankheitsfall dann für die Verschreibung verwendet. Und was Hahnemann eben später gemacht hat, war, dass er auch potenzierte Substanzen an Gesunde gegeben hat. Und das habe ich da auch gemacht. Ich habe Belladonna C30 genommen. Also eine homöopathische Potenz, die 30 Mal im Verhältnis 1 zu 99 oder 1 zu 100 verdünnt wurde, also mit keinen messbaren Molekülen mehr drin. Rechnerisch wäre das 10 hoch minus 60 Inhalt, also sehr, sehr wenig oder genauer gesagt nichts. Und das haben diese freiwilligen Prüfer eingenommen, ein paar Tage lang. Und dann aufgeschrieben in dem Protokoll, das ich entwickelt habe, was sie für Symptome gekriegt haben. Das war damals auch ein Überkreuzungsversuch. Das heißt, wir hatten Placebo- und Verumphasen verblindet, jeweils insgesamt 4 Wochen. Und die einen haben anfangs angefangen mit Placebo, die anderen haben mit Belladonna angefangen und dann umgekehrt. Und was ich eben gesehen habe, war, dass wir auf Einzelfallebene, also wenn man einzelne Fälle betrachtet hat, sehr wohl deutliche Unterschiede zwischen den Phasen gesehen haben. Aber wenn man die dann zusammengepackt hat, also alle gemeinsam verrechnet hat, dann war dieser Unterschied wieder weg. Und es kam daher, dass manche eben in der Verumphase, als sie Belladonna genommen haben, eben sehr deutliche Symptome gekriegt haben, die sich von der Placebo-Phase abgehoben haben. Und umgekehrt haben viele Leute auch während der Belladonna-Phase plötzlich viel weniger Symptome gehabt, als sie normalerweise beschrieben hätten. Ob das jetzt ein Therapieeffekt war oder ob das einfach irgendeine Eigenart war, das lässt sich nicht richtig sagen. Aber der verblüffende Befund war eben, Effekte gibt es auf Einzelfallebene, sehr deutlich sogar, statistisch nachweisbar. Aber wenn man das zusammenpackt und dann diese beiden Bedingungen vergleicht, dann ist dieser Effekt wieder weg. Das habe ich später auch in anderen Untersuchungen immer wieder mal gesehen, so ein Phänomen. Wenn Sie so an Ihre vielfältigen Forschungsarbeiten, die Sie selber durchgeführt haben, Sie haben ja dann, glaube ich, für Ihre Habilitation auch wieder geforscht, oder? Ja, Das war in Freiburg. das war alles in Freiburg. Was haben Sie denn in der Habilitationsarbeit beforscht? Da hab ich auf der einen Seite diese Kopfschmerzstudie gemacht, das war eine klinische Studie, bei der wir chronische Kopfschmerzpatienten klassisch homöopathisch behandelt haben, verblindet gegenüber Placebo verglichen und dann auch 20 Patienten ein Jahr lang weiter dokumentiert. Das war so eine lange Einzelfallstudie. Und dann war wieder eine Serie von Arzneimittelprüfungen dabei. Das waren also mehrere Studien, die ich da gemacht habe und auch eine sehr sorgfältige Analyse der Placebo-Thematik, das war ein eigenes Kapitel in der Habilitationswahl, also verschiedene Elemente. Aber der Kern war schon diese empirische Arbeit mit der Kopfschmerzstudie in München und mit diesen Arzneimittelprüfungen. Gab es da ähnliche Probleme wie in Basel? Ja, also was heißt Probleme? Ich habe ähnliche Befunde gesehen. Man muss vielleicht dazu ausholen, auf diese Kopfschmerzstudie bin ich gekommen, weil es ein paar Jahre zuvor eine ganz faszinierende Vorgängerstudie gegeben hat von dem italienischen Team, Privo und Kollegen. Die haben zum ersten Mal so eine verblindete, placebo-kontrollierte Kopfschmerzstudie gemacht und hatten phänomenale Effekte. Also da war Homöopathie mit riesigen Effekten über Placebo überlegen. Da hat Diener, einer der deutschen Neurologen, mal gesagt, das ist ein Datensatz, der ist so gut, sowas gibt es in der ganzen Kopfschmerzliteratur nicht. Er hat damit natürlich insinuiert, dass das nur erlogen sein kann. Das glaube ich nicht, dass es erlogen war, sondern die hatten einfach einen sehr, sehr guten Befund und das war damals die Basis, um das zu wiederholen.
Ein anderer Kollege, Tom Whitmarsh in England, hat das nachgemacht. Er hatte weniger gute Effekte und meine Studie war sozusagen die dritte in dieser Reihe. Wir haben uns bemüht, sehr genau zu kontrollieren. Also es gab einen Randomisationscode, den hat ein Notar entwickelt und der war nur beim Notar hinterlegt. Und der Notar hat von den Ärzten die Verordnung gekriegt und hat dann dafür gesorgt, dass entweder das Arzneimittel oder das entsprechende Placebo an die Patienten verschickt wird. Die Ärzte konnten alles Mögliche verschreiben, was sie wollten, in jeder möglichen Potenz, sodass es also eine der, würde man sagen, einer der ersten Studien war, die wirklich die homöopathische, klassisch homöopathische Therapie versucht haben, sorgfältig abzubilden, ohne einzugreifen in die Therapie, weil das hat mich an anderen Studien immer gestört. Und dann haben wir eben am Schluss gesehen, dass es keinen Unterschied zwischen Placebo und Währung gibt. Im Gegenteil, die Placebo-Gruppe war sogar leicht besser als die Währung-Gruppe. Nachdem unser Protokoll eine einseitige Testung vorgesehen hat, haben wir das nicht getestet, aber ich habe das dann natürlich aus exploratorischen Gründen mal getan und das wäre sogar ein signifikanter Effekt gewesen, habe ich in meinem Buch beschrieben, gegenüber Placebo besser als Homöopathie. Und das war sehr, sehr verblüffend. Wir haben auch Einzelfälle gesehen, wo Leute uns lange Dankesschreiben geschrieben haben, ihr Kopfschmerz hatten sie 20 Jahre, endlich weg und endlich befreit und so, haben wir nachgeguckt, war in der Placebo-Gruppe. Und auch die Ärzte haben sehr verblüffendes Zeug gesehen. Also die haben irgendwann mal gesagt, das gibt's nicht. Der Notar, der muss einen Fehler machen bei seiner Randomisation, weil wir sehen so komische Effekte. Das war sehr erstaunlich. Der hat aber keinen Fehler gemacht, sondern der hat genau das gemacht, was wir ihm gesagt haben. Haben wir dann nochmal kontrolliert. Und was ich eben da gesehen habe, war, dass in diesem verblindeten Setup, wo niemand mehr weiß, was los ist, sich offensichtlich dieser Homöopathieeffekt gegenüber Placebo ganz schlecht abbilden lässt. Vor allem aus meiner Sicht, auch weil es die dritte Studie war, und das hängt jetzt ein bisschen mit dem Modell zusammen, das ich dann entwickelt habe, das eigentlich genau sowas auch vermuten lassen würde. Ne? Würden Sie sagen, dass man für die Homöopathie also eine andere Forschungsmethodologie braucht? Naja, sagen wir mal so, Währungseffekte gegenüber Placebo abzusichern, ist überhaupt extrem schwierig. Das fällt auch der konventionellen Pharmakologie sehr schwer. Die haben oft sehr potente Arzneimittel, die sich in irgendwelchen experimentellen oder In-vitro-Studien ganz klar überlegen zeigen über Kontrollbedingungen. Dann bringt man das in den Humanversuch und Menschen werden behandelt. Dann macht man ein paar nette Versuche, kommt was Schönes raus, dann geht man in die Zulassungsphase und macht eine placebo-kontrollierte Studie und dann wird es plötzlich kompliziert. Also da gibt es natürlich auch positive Studien, aber wenn man das mal über alle Studien hinweg sieht, dann kommt sehr häufig eben auch hier raus, dass sich der Effekt verringert über die Zeit, dass die Distanz zu Placebo, zwischen Währung und Placebo immer geringer wird. Das scheint ein generelles Problem zu sein, aber das ist bei der Homöopathie natürlich noch schwieriger. Weil dort, wenn man so will, ein kausales Signal, also etwas, was sozusagen in diesen Kügelchen präserviert ist für alle Zeiten und für immer und ewig, das scheint dann nicht der Fall zu sein. Und deswegen ist es dann noch schwieriger. Und insofern glaube ich, oder das ist meine Konsequenz aus dem, was ich so in der Literatur sehe, ist es wahrscheinlich sehr, sehr viel klüger, sich zunächst mal die Frage zu stellen, ist die Homöopathie als System, als Heilsystem insgesamt gleich gut oder besser als eine andere Behandlungsmethode, zum Beispiel konventionelle bei irgendeiner Krankheit. Das ist kein anderes Forschungsmodell, sondern es ist einfach nur eine andere Fragestellung, weil ich glaube, dass diese Fragestellung, ist denn in diesen Kügelchen wirklich was drinnen, gar nicht die interessanteste Fragestellung ist. Und ich würde mal sagen, aus theoretischen Gründen glaube ich auch, dass das bei der Homöopathie eine unkluge Art der Forschung ist, wenn man sich auf diese Fragestellung allein kapriziert. Weil letztlich ist das sowohl den Therapeuten als auch den Patienten als auch allen möglichen anderen Leuten egal, ob das Wirksame der Homöopathie, also das Wirksame großgeschrieben in der Homöopathie, jetzt in diesem Kügelchen sitzt oder ob es sozusagen in dem größeren Heilkontext zu finden ist
ob die Kügelchen nur irgendein kleines magisches Ritual sind, die diesen gesamten Heilkontext festschreiben und unterschreiben oder wo auch immer das ist. Also diese Fragestellung nach der präzisen Lokalisation des therapeutischen Prinzips, das man ja aus der pharmakologischen Forschung, wo man komplett neue Substanzen einführt, sehr, sehr gut nachvollziehen kann, ist meines Erachtens für die Homöopathie eher irrelevant. So würde Okay, ich es aber auch. Sie haben noch keine wirklich ausformulierte Methodologie für die Homöopathie auf der Seite des empirischen Befundes publiziert. Naja, doch, habe ich schon. Also, was ich eben immer wieder gesagt habe, war, dass ich, das, was ich Ihnen auch sage, dass diese Fixierung auf die Fragestellung ist, in diesem Kügelchen was drin oder nicht, aus meiner Sicht nicht die interessante Fragestellung ist, sondern die interessante Fragestellung ist, hat Homöopathie als therapeutisches System eine Berechtigung in unserem Gesundheitssystem, insofern als es zum Beispiel bei bestimmten Krankheitsentitäten mindestens gleich gut und günstiger oder mit weniger Nebenwirkungen oder besser als konventionelle Versorgung ist. Und das erfordert eben so einen mehrfachen Zugang zu der Forschungsfragestellung, bei der vielleicht die Frage nach dem Placebo eine winzige Teilfrage ist, aber eigentlich viel wichtiger ist, wie funktioniert es in der Praxis? Wie Okay, funktioniert verglichen okay. mit konventioneller Therapie? Das bedeutet, man müsste im Grunde unterschiedliche Studientypen parallel oder hintereinander zur gleichen Fragestellung machen. Dann sieht man nämlich, wie in so einem Mosaik genauer, was passiert da eigentlich? Das ist das, was ich immer wieder publiziert habe. In Ihrem Netzwerk der komplementärmedizinischen Forschungseinrichtungen hat Ihr diesbezüglicher Ansatz zur Homöopathie Resonanz gefunden? Hat es jemand gemacht? Hat schon ein bisschen Resonanz gefunden, aber man muss ja auch sagen, die Homöopathie ist in der akademischen Welt der Komplementärmedizinforscher unterrepräsentiert. Da Ah, gibt es okay. wenig Leute, die sich darauf kaprizieren. Die meisten machen ja, was weiß ich, irgendwie Lebensstilinterventionen oder Achtsamkeit, Mind-Body-Interventionen oder Ernährungsinterventionen oder traditionell chinesische Medizin. Und es ist eigentlich niemand da, der jetzt, so wie ich das damals gemacht habe, sich speziell auf Homöopathie konzentriert. Okay, Das also ist wir können festhalten, für den Bereich des empirischen Befundes, gibt es zwar Vorschläge von Ihrer Seite, aber richtig umgesetzt wurde das noch nicht. Und damit ist auch schon auf dem empirischen Befundbereich, einiges an Herausforderungen noch zu beantworten. Jetzt gehen wir mal auf den theoretischen, Verständnisbereich, den man ja auch ja. dazu braucht, um Wissenschaft zu betreiben. Und da haben Sie ja, ich habe das hier mal genannt, filmlichte generelle Quantentheorie. Da Ja. gibt es also hier einiges zum Anschauen. Das geht ja bis zu Ihrem Vortrag, in einem Webinar mit dem Freiburger IGPP. Wie weit sind Sie denn in diesem, Sie haben, glaube ich, 2003 zum ersten Mal eine Publikation vorgelegt, dieser Frage theoretisches Verständnis mit unter Nutzung Ihrer entwickelten, mit vielen Kollegen zusammen entwickelten allgemeinen Quantentheorie. Wie sieht dieses Paper von 2003 zur Homöopathie ungefähr aus? Also man muss zum einen sagen, das ist eine generalisierte Quantentheorie. Das bedeutet, wir haben versucht, quantentheoretische Überlegungen in den größeren systemtheoretischen Bereich zu bringen. Und das haben wir gemacht, indem wir bestimmte Restriktionen, die in der spezifischen Quantentheorie, in der physikalischen drin sind, also Definitionen, einfach weggelassen haben und die so allgemein wie möglich gemacht haben. Das macht es möglich, dass man quantentheoretische Überlegungen auch auf andere Systeme überträgt. Wenn man das tut, dann erkennt man, dass ein zentrales Moment der Quantentheorie, nämlich die Verschränkung, also die Verbindung eines von Teilsystemen innerhalb eines Systems ohne Signalübertragungen, ohne kausale Signale, dass dieses Verschränkungsphänomen möglicherweise auch in verallgemeinerten Systembereichen denkbar ist. Und das habe ich benutzt, um verschiedene therapeutische Modelle, bei denen wir nicht genau verstehen, wie sie funktionieren. Also zum Beispiel Homöopathie, aber auch Geistheilung, intentionale Heilungen, Heilungen mit irgendwelchen schamanistischen Ritualen zum Beispiel, zu verstehen. Und da würde
das Verschränkungsphänomen dazu beitragen, wenn man so will, ein rationales Verständnis dessen zu liefern, was in der Homöopathie passiert, ohne dass wir auf irgendwelche subtil kausalen Prozesse wie, was weiß ich, Informationsübertragungen oder Wasserstrukturveränderungen in diesen homöopathischen Substanzen zurückgreifen müssen. Das ist sozusagen der Vorteil, aber natürlich auch die Angriffsfläche. Die Idee dahinter ist eigentlich nicht sehr kompliziert. Die besagt, dass durch den Verschüttelungsprozess, also die Produktion der homöopathischen Arzneimittel, eine Verschränkung entsteht zwischen dem Arzneimittel und der ursprünglichen Arzneisubstanz, ja, weil durch diesen Verschüttelungsprozess sozusagen eine Verbindung bestehen bleibt, wenn man so will, die dann immer noch vorhanden ist. Und durch den Verbindungsprozess Arzneimittel Krankheitsbild wird wiederum ein zweiter Verschränkungsprozess erzeugt zwischen dem Patienten und dem Arzneimittel. Und was dann passiert, ist natürlich höchst hypothetisch und sehr spekulativ. Das wäre in meinem Modell so eine Art Generalisierung der Teleportation. Da würde sozusagen das Krankheitsbild wie in einem Teleportationsprozess in dieses allgemeine Arzneimittelbild überführt werden und dadurch verschwinden. Und Okay. diese Quantenteleportation, die ist ja relativ gut belegt in Systemen. Zeilinger hat dafür gerade den Nobelpreis gekriegt, aber es ist natürlich höchst spekulativ zu sagen, sowas gibt es auch in anderen Systemen. Das wäre aber sozusagen die logische Konsequenz dessen, wie ich dieses Modell angewandt habe. Sie haben in Ihrem Buch, in diesem hier, Spiritualität, warum wir die Aufklärung weiterführen müssen, ja auch auf Roger Bacon und Hugo de Palma rekurriert, was wissenschaftliche Erkenntnis angeht, unter Integration der inneren Erkenntnis, also eines Einweihungsweges, wie ja auch bei den Hermetikern und bei Agrippa von Nettesheim beschrieben wird. Frage: In Ihrem neuen Ansatz, Homöopathie mit dieser allgemeinen Quantentheorie zu erklären, spielen da diese Überlegungen noch eine Rolle oder ist das ein eigenständiger, separater Herangehensweg? Die spielen immer eine Rolle, weil was ich damit versucht habe zu sagen, ist, dass gute Wissenschaft an dem Punkt, wo es um theoretische Einsichten geht, eigentlich sehr viel Ähnlichkeit mit spiritueller Erfahrung hat. Weil spirituelle Erfahrung, wie sie zum Beispiel aus einem, ich würde mal sagen, aus einem mentalen Schulungsweg oder aus einem Meditationsweg oder aus einem spirituellen Übungsweg erwächst, ist ja letztlich nichts anderes als das Verständnis von bestimmten Zusammenhängen in der Welt oder in meinem persönlichen Leben von innen her. Da habe ich keine Sinneserfahrung, sondern ich habe sozusagen eine Geisteserfahrung, wenn man so will, oder eine Innenerfahrung. Und diese Innenerfahrung, die gibt mir im persönlichen Leben sowas wie eine Sinngestalt. Dann verstehe ich plötzlich bestimmte Dinge in meinem Leben oder was ich zu tun habe oder wie bestimmte Sachen zusammenhängen. Und das ist eine Einsicht in Zusammenhänge. Und mein Punkt ist nun, diese Struktur dieser Einsicht, die ist sehr ähnlich dem, was ein Wissenschaftler macht, wenn er versucht, die Struktur der Zusammenhänge in der äußeren Welt zu sehen, zum Beispiel in empirischen Phänomenen. Wenn Einstein zum Beispiel mit seinen Gleichungen zur Relativitätstheorie daherkommt, dann macht er was Ähnliches. Dann versteht er von innen her über seine mathematische Vernunft, wenn man so will, wie ganz viele Phänomene zusammenhängen. Und das hat strukturell sehr viel Ähnlichkeit mit dieser, ich würde mal sagen, mystischen oder spirituellen Einsicht. Und insofern spielt es natürlich eine Rolle, weil mir das auch so gegangen ist. Ja, ich habe halt mir diese Sachen angeguckt und bin dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, ja, vielleicht ist es ja ein Ordnungssystem, das nicht kausal ist und das für sehr viele Phänomene zusammen eine Rolle spielt. Und insofern ist es einfach ein, wenn man so will, ein Einsichtsprozess, der mir damals zuteil wurde und den ich dann halt weiter ausgearbeitet habe. Ob es stimmt oder nicht, ist jetzt dann nochmal eine andere Frage. Das ist ja immer so bei Theorien. Theorien sind einfach zunächst mal theoretische Strukturen, die viele empirische Phänomene ordnen. Und ob sie stimmen oder nicht, das muss man dann empirisch oder auch analytisch überprüfen. Das ist dann die zweite Frage, ne? Kommen wir zum Schluss unseres Gesprächs noch auf Ihr neueres Buch, das Sie, glaube ich, zurzeit noch in Arbeit haben. Sie haben das angedeutet in dem Webinar oder in dem Seminar mit den Kollegen vom Parapsychologischen Institut in Freiburg, das von Bender begründet wurde.
Da haben Sie darüber gesprochen, wie die Komplementärmedizin und die Parapsychologie Berührungspunkte haben. Wird das Buch noch erscheinen? Das weiß ich jetzt gar nicht, was Sie dafür ernst meinen. Da arbeite ich im Moment nicht dran. Ich habe ein Buch über Spiritualität und Psychotherapie letztes Jahr herausgebracht. Das Das ist habe ich, heraus. das haben wir auf unserer Und Spezialseite verlinkt, ja. ansonsten arbeite ich da, also wenn, dann sehr lose dran. Das ist nicht ein Buch oder so, sondern das ist sozusagen ein Dauerbrennerprojekt. Da kommt vielleicht irgendwann mal ein Buch raus, aber im Moment arbeite ich da nicht dran, sondern Und das sind einfach so. was ist da das Thema, diese Also die verschränkten? Grundidee ist eben die, dass das, was ich da in dieser generalisierten Quantentheorie mit der Generalisierung der Verschränkung als möglichen Phänomenbereich sehe oder als Theoriebereich sehe, das ist ja sehr allgemein. Da ist die Homöopathie nur ein Teil davon und da ist möglicherweise auch sowas wie die Parapsychologie ein Teil davon. Und da gibt es vielleicht noch sehr viele andere Phänomene, die darunter fallen. Und die Idee wäre sozusagen, das Projekt weiter zu verfolgen, das Jung und Pauli damals bereits begonnen haben in den 30er, 40er und 50er Jahren, die ja damals postuliert haben, es gibt zusätzlich zu den kausalen Veränderungsprozessen, die uns alle bekannt sind, weil so funktioniert unsere Welt, Autos, Lichtschalter und so weiter, dass zusätzlich zu diesen kausalen Prozessen eben auch nicht kausale oder nicht durch kausale Signale vermittelte Prozesse vorhanden sind, die durchaus regelhaft sind, aber nicht kausal vermittelt. Jung hat damals den Begriff der Synchronizität gewählt, den ich für etwas verunglückt halte. Und ich glaube, dass das eben eine richtige Intuition war, auf dessen Hintergrund oder auf deren Hintergrund wir eben damals diese generalisierte Verschränkung als, wenn man so will, eine Neuinterpretation dieser Einsicht gesehen haben. Und das ist das, woran ich halt nach wie vor weiterarbeite. Ich habe jetzt eine Arbeit geschrieben dazu, die ich demnächst mal versuche zu publizieren, wo es eigentlich hier darum geht, das zu zeigen, dass das ein therapeutisches Prinzip ist, das in ganz vielen Bereichen funktioniert. Man könnte fast so was sagen wie eine allgemeine Heilungsmaschine, wenn man so will, weil das ist etwas, was sich in der Homöopathie manifestiert. Das manifestiert sich in therapeutischen Ritualen aller möglichen Art. Das manifestiert sich vielleicht auch in modernen Elektrobioresonanzgeräten und weiß der Kuckuck was. Man kann sich alles Mögliche ausdenken, wo sich dieses Prinzip manifestiert. Und das finde ich sehr interessant, weil es eben ein allgemeines Prinzip ist, von dem die Homöopathie nur ein bestimmtes, konkretes Beispiel ist, wo es vielleicht zum ersten Mal so richtig deutlich sichtbar wurde. So würde ich es formulieren. Okay. Sind Sie aktuell noch in homöopathischen Forschungsaspekten unterwegs oder ist das eigentlich ein abgeschlossenes Kapitel? Bin ich schon, ja. Also im Moment, wir haben jetzt so eine Datenbank publiziert, wo wir die gesamte homöopathische Literatur zusammentragen. Die ist auch verlinkt, da kann man drauf zugreifen. Das sind knapp 700 Arbeiten aufgelistet, alles wissenschaftliche Vergleichsarbeiten, 400 davon Placebo kontrolliert. Und da bauen wir jetzt so einzelne Meta-Analysen. Ich habe erst letztes Jahr eine publiziert mit Kollegen zusammen, wo wir die Studien verwendet haben, die homöopathische Behandlung von ADHS, also Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsdefizitsyndrom, behandeln. Das waren 6 Studien und 4 davon haben wir speziell zusammengefasst, kommt ein schöner Effekt raus. Und so versuchen wir unterschiedliche Teilaspekte, wo also mehrere Studien zu einem bestimmten Bereich vorliegen, mit Meta-Analysen zusammenzufassen. Das ist das, was ich im Moment mache. Ich berate hin und wieder mal die Homöopathen, wenn sie wissen wollen, wie sie Forschung machen wollen. Und wer weiß, vielleicht kommt da wieder mal eine Studie raus, aber jetzt aktiv in dem Sinne, dass ich Geld für eine Studie einwerbe, die ich durchführen will, mache ich nicht, weil das ist Okay. sehr, sehr viel Aufwand und da braucht man auch mehr, ich würde sagen, mehr institutionellen Hintergrund, als ich den zurzeit zur Verfügung habe. Okay, wegen der Zeitbegrenzung bei Zoom sind wir schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei Professor Harald Wallach herzlich für dieses schöne Gespräch. Wir haben doch 2 Minuten fürs private Plaudern. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Vorbeischauen und auf bald.